بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister im Islam, ich werde inshallah ein bisschen reden über die Vorzüglichkeit der Spende. Weil wir uns auch ja nicht für diesen Anlass getroffen haben und gereist sind, damit wir spenden, damit wir Allah Azza wa Jalla näher kommen. Und deswegen werde ich inshallah ein paar Minuten über die Vorzüglichkeit der Spende, der Sadaqa sprechen. Liebe Geschwister, das Vermögen auf dieser Erde, das Vermögen ist das Vermögen von Allah. Das Geld ist das Geld Allahs Azza wa Jalla. Ist das Geld und das Vermögen auf dieser Erde, Geld und Gold und Besitz, ist es von Allah oder von dir? Dein Grundstück, dein Haus, dieses Grundstück, ist es dir? Gehört es wirklich dir? Oder gehört es Allah? Schau, subhanallah, mir fällt gerade ein, als Ali radiallahu anhu zur Zeit von Ali radiallahu anhu kam einer zu ihm und er sagte: Kannst du für mich und meinen Bruder einen Vertrag schreiben? Ich habe von ihm ein Grundstück gekauft. Ali radiallahu anhu hat ja nie in seinen Augen gesehen, in seinem Verhalten, dass dieser sehr glücklich ist über diese Dunya. Und er wollte ihn wieder runterholen. Auf den Boden der Tatsachen, wie man sagt, zurückholen. Da hat er genommen einen Stift und ein Blatt Papier, und dann hat er geschrieben: Ein Toter hat von einem Toten ein Grundstück gekauft. Auf einem Grundstück, das ihnen beide nicht gehört. Ungefähr, wenn ich so übersetzt. Ein Sterbender, weil er wird sterben bald. Der hat von einem anderen Sterbenden ein Grundstück gekauft. Und das Grundstück gehört Allah, gehört beiden nicht. Der wollte wieder zurück, komm mal her, du denkst, du bist weit, Grundstück und so und Dunya und Besitz. Du wirst sterben und der wird sterben und dieses Grundstück gehört Allah. Das war nur so, als ist mir gerade eingefallen. Also wie gesagt, diese Grundstücke gehören Allah und das Vermögen hier auf dieser Erde gehört Allah. Und spätestens, wenn deine Seele herausgenommen wird, so bist du an dem Tag genauso wie an dem Tag, an dem du geboren bist. Du hast 0 Euro gehabt, als du geboren wurdest. An dem Tag, an dem du stirbst, wirst du genau wieder 0 Euro haben. Das ist der Beweis dafür, dass das, was auf dieser Erde ist, es gehört nicht dir. Das, was hier auf dieser Erde ist, ist das Königreich von Allah Azza wa Jalla. Und Allah ist der Besitzer davon. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla in Surat Ar-Rahman: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Alles, was auf ihr ist, wird verenden, wird ein Ende haben. Alles. Dein Geld und du und deine Kinder und deine Frau und dein Auto und dein Job und alles, was du hattest. Alles auf dieser Dunya, in dieser Dunya, alles wird vergehen. Und das Einzige, was bleibt, ist das Angesicht von ihm, subhanahu wa ta'ala. Das Angesicht Allahs, azza wa jalla. Und wenn wir dann sehen, dass das Vermögen und alles, was hier auf dieser Erde ist, Allahs Reichtum ist, und er uns, wie er im Koran sagt, als Verwalter eingesetzt hat über dieses Geld. Allah Azza wa Jal, du bist wie ein Angestellter in einem Geschäft. Ja? Du bist Angestellter in einem Geschäft. Du arbeitest in einem Geschäft und da kommt einer und er gibt dir für dieses Buch 10 Euro, du tust das in die Kasse und Monatsende kommt der Chef oder am Samstag, Woche vorbei, da kommt der Chef oder um 18 Uhr und er nimmt das alles, gehört nicht dir. Es war kurz bei dir und du musst damit umgehen, wie es Allah Azza wa Jalla wohlgefällt, damit du dich rettest. Und das sagt Allah Azza wa Jalla im Koran und auch in den Hadithen vom Prophet. Das sind ja nie, wir sind Mustakhlifin für dieses Vermögen. Und dann sieht Allah Azza wa Jalla, was wir damit angestellt haben. Und genauso zeigt es auch der Hadith vom Prophet Muhammad sallam, in dem er sagte: Der Mensch am Tage der Auferstehung wird seine Füße nicht vom Fleck bewegen, ungefähr übersetzt, bis er nach Vieren gefragt wird. Nach seiner Jugend, wie er sie verbracht hat. Und eins davon ist was? Von diesen vier? Der Prophet sallam, sagte, und nach seinem Vermögen. Alles, was du bekommen hast an Rizq auf dieser Erde.
Du wirst deine Füße nicht einen Zentimeter bewegen von dem Fleck, bis Allah dich gefragt hat nach dem Rizq, was er dir gegeben hat. Und der Prophet sallam detaillierte noch und sagte, er wird dich fragen, wie du es verdient hast, auf welche Art und Weise du es verdient hast, halal oder haram, und wofür du es ausgegeben hast, wie es reingekommen ist und wie es rausgegangen ist. Nach jedem Cent, nach jedem Euro, was uns Allah gegeben hat, wird Allah uns fragen, wie hast du ihn verdient und wie hast du ihn ausgegeben, wofür hast du ihn ausgegeben. Und deswegen, liebe Geschwister, wollte ich unbedingt über dieses Thema sprechen. Denn das ist eine Sache, die uns alle betrifft, jeden Menschen. Jeder Mensch hat sein Rizq. Und die Sadaqa ist bei Allah Azza wa Jalla eine gewaltige Sache. Und das zeigen uns eine Hadith, die ich inshallah vorlesen werde. Allah Azza wa Jalla sagte im Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu marfu'an, sagte der Prophet sallam, die beliebteste Tat bei Allah ist, dass du einem Gläubigen eine Freude bereitest. Die beliebteste Tat bei Allah. Dass du einem Gläubigen, einem Mu'min, eine Freude bereitest. Oder ihm eine Sorge abnimmst. Eine Sorge, ein Problem, eine Muschkila, die er hat. Ein Karb. Oder ihm eine Schuld erlässt. Der hat bei dir zum Beispiel Schulden und du erlässt ihm diese Schulden. Du verzeihst ihm. Oder du begleichst die Schulden deines Bruders. Oder ihm in einer Angelegenheit unterstützt finanziell. Der Prophet sagte, die beliebteste Tat bei Allah, die beste Tat, die ihr machen könnt bei Allah, ist welche? Dass du einem Gläubigen eine Freude bereitest. Durch ein Geschenk, eine Freude bereitest. Oder ihm eine Sorge abnimmst, ein Problem, was er hat. Oder ihm eine Schuld erlässt oder für ihn begleichst. Oder ihn in einer Angelegenheit unterstützt. Umar radiallahu anhu sagte, die Taten streiten miteinander. Die guten Taten streiten miteinander, welche die beste ist. Und die Sadaqa sagt zu ihnen, ich bin die Beste unter euch. Ich bin die Beste unter euch. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Dau jarhakum bis Sadaqa. Verarztet eure Kranken durch Spende. Schaut, subhanallah, wie viele Vorzüge die Spende hat. Ist dein Sohn krank? Deine Tochter ist krank? Dein Ehemann ist krank? Willst du ihn unterstützen? Dass Allah Azza wa Jalla ihm yani diese Krankheit wegnimmt oder ihm mehr Geduld gibt? Auf jeden Fall ihn diese Krankheit unterstützt? Und verarztet, weil der Prophet sagte, übersetzt heißt es, verarzten. Verarztet eure Kranken durch Sadaqa. Sadaqa ist was? Sadaqa ist Medikament für Krankheit. Hadith vom Prophet Muhammad sallam. Der Prophet sallam sagte, die guten Taten halten schlechte Versuchungen oder Schicksalsschläge von euch zurück oder fern. Das heißt, und in einem anderen Hadith überliefert von Rafi' ibn Khadir radiallahu anhu, und Khadij radiallahu anhu sagte er marfu'an, die Sadaqa schließt die Türen für 70 Möglichkeiten des Übels. Yani, dass dich übel trifft, oder dich und deine Frau und deine Kinder. Yani, es kann jeden Tag ein Übel treffen, Unfall, möge Allah uns alle davon bewahren. Unfall, Krankheit, Probleme, viele Sachen. Der Prophet sagte in diesem Hadith marfu'an, die Sadaqa schließt 70 Türen vom Übel. Yani, und im anderen Hadith, den ich davor erwähnte, die gute Tat, und dazu gehört die Sadaqa, die gute Tat hält schlechte Versuchungen, Fitna, Probleme von euch zurück. Deswegen, yani, schaut, subhanallah, wie viele Vorzüge diese Sadaqa hat. Man kann damit Krankheit, oder kranke Leute verarzten. Ja, man kann dadurch schlechte Versuchungen oder Sachen, die dich treffen, von einem abhalten, fernhalten.
der Prophet sallam sagte, dass die Sadaqa vervielfacht wird, so wie es Allah azza wa jalla natürlich schon vorher sagte im Vers in Surah Al-Baqarah, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. Allah sagt ein Gleichnis im Koran in Surah Al-Baqarah, Surah Nummer 2. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Allah gibt uns ein Beispiel für denjenigen, der spendet, als wäre es wie ein Samen oder ein wie kann man das übersetzen noch? Korn. Oder ein Samenkorn. Und dieser, aus diesem Yani, كمثل حبة, wie ein Samenkorn. مثل الذي ينفقون في أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Yani dieser eine Samenkorn, aus ihm entspringen yani sieben, wie kann man das sagen? Sieben? Ehren. Und in jeder Ehre sind 100 Samen. Das heißt, yani, mal 7 mal 100, das 700-fache. Du spendest 1 Euro von deinem Herzen für Allah. Und Allah Azza wa Jal vervielfacht es auf 10. Und auf 100 und auf 700-fache. Und danach sagt Allah, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Und Allah vervielfacht es so viel er will, für wen er will. Allah Azza wa Jal kann es noch mehr vervielfachen. Die Voraussetzung, spende es für Allah, für sein Angesicht. Nicht damit die Leute über dich gut reden oder sagen, du bist spendabel. Dann ist deine Tat sowieso wieder null. Ein anderer Hadith sagte der Prophet sallam, einer von euch spendet eine Dattel. Und Allah Azza wa Jal pflegt diese Dattel und begießt diese Dattel. Und pflegt sie und pflegt sie, bis sie am Tage der Auferstehung so groß ist wie der Jabal von Uhud. Du spendest eine Dattel, 1 Cent, yani, oder 2 Cent. Was kostet eine Dattel? Allah Azza wa Jal will aber deine Tat, deine schöne Tat, weil er die Sadaqa liebt, will er für dich wachsen lassen. Sparbuch. Halal Sparbuch. Und dann wächst sie und wächst sie und wächst sie. Und Qiyamah, du kommst, du hast 1 Cent gespendet, eine Dattel gespendet für Allah. Und du siehst eine Belohnung so groß wie der Berg von Uhud in Medina. Ich sage, Allah, ich habe das doch gar nicht. Das ist deine Dattel, die du gespendet hast in Dunya. Ich habe sie für dich wachsen lassen. Schau, subhanallah, wie sehr Allah die Spendenden liebt. Die Spende liebt fürs Fisabilillah. Allah Azza wa Jal wird am Tage der Auferstehung, wie ihr alle wisst, wird Allah Azza wa Jal zornig sein. Stimmt das oder nicht? Wenn die Menschen zu den Propheten gehen und sagen, haltet Fürsprache für uns, dass endlich dieser Tag vorbeigeht, dass endlich die Abrechnung anfängt. Und wir Gelehrten sagen, nach 25.000 Jahren Hitze, Angst, kein Trinken, kein Essen, kein Schatten, Angst vor der Strafe, man sieht Jahannam und dann gehen die Menschen, die können es nicht mehr aushalten. An diesem Tag werden manche Menschen sagen, oh Allah, lass uns, auch wenn es, lass diesen Tag vorbeigehen, auch wenn du uns in die Hölle wirfst. Weil dieser Tag so schlimm ist. An diesem Tag wird Allah so zornig sein. Wie der Gesandte Allah sagt im Hadith Sahih. Und man wird zu einem Propheten gehen und zu einem anderen Propheten. Und die Propheten werden sagen, ich kann das nicht machen. Ich kann keine Fürsprache halten, ich habe selber schon Fehler gemacht. Und die werden sagen, und Allah Azza wa Jal ist heute so zornig, wie er noch nie zuvor zornig war. Und nie wieder wird Allah so zornig werden, wie an diesem Tag. Deswegen geh zu einem anderen. Und dann wird er sagen, Nafsi, Nafsi. Ja, jeder wird für sich Angst haben, sogar die Propheten. An diesem schlimmen Tag. Und Allah wird zornig sein. Allah wird zornig sein wegen unseren Sünden. Weil das der Tag der Wahrheit ist. Das große Gericht. Wo Allah sucht uns und die Menschen dafür bestrafen wird. Und Jahannam wird auch zornig sein und will sich losreißen von den Malaika, um sich zu rächen bei den Menschen. Um die Menschen zu bestrafen, weil sie Allah gesündigt haben. Ungehorsam waren.
Und in dieser Welt sogar, jetzt in Dunya, gibt es ein Hadith, dass das Meer sich ein- oder zweimal am Tag bei Allah Azza wa Jalla um Erlaubnis bittet, die Menschen zu überfluten. Wegen den Sünden der Menschen. Das heißt, Allah Azza wa Jalla ist auf uns zornig wegen unseren Sünden. Aber Allah Azza wa Jalla hat uns eine Möglichkeit gegeben, diesen Zorn zu löschen. Deswegen sagte der Prophet sallam, im Hadith, der authentisch ist, Inna sadaqata tutfi'u ghadab ar-Rabb. Die Sadaqa, die Spende, die löscht den Zorn von Allah Azza wa Jalla. Du hast Allah zornig gemacht, weil du bist schwach und du bist gar nichts. Und du bist Allah Azza wa Jalla, dem Erhabenen, dem Großen, dem Allergrößten, bist du ungehorsam. Jeden Tag und jeden Tag, obwohl Allah dich vernichten kann. Das ist, Allah ist auf dich zornig und Allah kann dich vernichten. Und Allah ist auf dich zornig durch deine Sünden, durch deine Unverschämtheit. Aber du kannst diesen Zorn löschen. Durch was? Durch eine Sadaqa. Allahu Akbar. Seht ihr die Vorzüglichkeit der Sadaqa? Der Prophet Muhammad sagt in einem anderen Hadith, auch sahih, sagte der Prophet, ittaqun nar walau bishaqqi tamra. Bewahrt euch, beschützt euch vor der Strafe von Jahannam, sei es auch nur durch eine halbe Dattel, die ihr spendet. Nicht eine Dattel, nicht ein, die halbe nur. Ey, subhanallah, daraus wird der Muslim wach, daraus versteht der Muslim, Allah Azza wa Jalla liebt sehr viel die Spende und diejenigen, die spenden, fi sabilillah. Warum? Weil was ist eine halbe Dattel? Was wird sie ändern? Wird sie den Hunger der Hungernden stillen? Wird sie nicht. Aber Allah Azza wa Jalla liebt die Sadaqa und Allah Azza wa Jalla liebt die Musaddiqin. Die Mutasaddiqin. Beschützt euch vor dem Höllenfeuer, sei es auch nur durch eine halbe Dattel, die ihr spendet. Und ihr kennt alle die Geschichte, auch ein Hadith sahih von Aisha radiallahu anha, als eine Frau sie zu besuchen kam und mit ihr zwei Kinder oder zwei Töchter. Und Aisha radiallahu anha wollte Ikram machen, aber das Einzige, was sie hatte im Haus, waren drei Datteln. Sie gab ihr diese drei Datteln und diese Frau gab eine Dattel ihrer Tochter und die andere Dattel der anderen Tochter. Und die andere, die letzte Dattel, die sie eigentlich für sich wollte, aus Barmherzigkeit und Liebe, hat sie geteilt und ihren Kindern gegeben. Später, als sie das dem Prophet sallam erzählt hatte, sagte der Prophet sallam zu ihr, أَتَعْجَبِينَ مِنْ فِعْلِهَا يَا عَائِشَ. Wunderst du dich, O Aisha, über ihre Tat, über diese eine Dattel? Und bei Allah, Allah hat sie vor Jahannam gerettet, durch diese eine Dattel, die sie gegeben hat. Wem ihr eigenen Kindes? Schaut mal, wie sehr Allah die Spende liebt, sogar wenn es für deine eigenen Kinder ist. Manche Leute, ihr Lieben, wenn die einkaufen gehen, der ist an der Kasse, der tut sich schwer zu bezahlen. Obwohl er einkaufen geht für seine Frau, seine Kinder. Der geizt. Obwohl der Prophet dann gefragt wurde, welche ist die beste Sadaqa für dieses oder für dieses. Der sagte, für die Familie. Subhanallah. Für die Familie hat er bevorzugt vor Sadaqa. Was steht im Hadith? Wer weiß das? Weiß keiner? Weiß keiner? Ich habe die Sachen auch leider vergessen, deswegen erwähne ich nicht. Ich weiß, bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, er hat sehr, sehr schöne Sachen genannt. Und eine von diesen vier Sachen war für die Familie. Und er sagte, für die Familie ist die beste Sadaqa. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn du einkaufen gehst für deine Familie, Kleidung, Nahrung, gebe das an der Kasse und sei glücklich darüber. Sadaqa für Sabilillah, die beste Sadaqa bei Allah. Hadith sahih von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gib das gutherzig. Deine Miete ist deine Pflicht. Mach das, gib das gerne für Sabilillah. Mit einer Freude, nicht yani, weil das yani die andere Sache ist, leider die Eigenschaft der Munafiqin. Wie Allah Azza wa Jalla sagt über die Munafiqin, ein Zeichen von Munafiqin,
ولا ينفقون in Surah Tauba ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Und sie geben nicht aus und sie spenden nicht, außer dass sie es widerwillig machen. Sie machen das mit Hass. Wer? Die Munafiqin. Die spenden aber widerwillig, wenn die überhaupt spenden. Geiz ist eine Eigenschaft von Munafiqin. Deswegen, wenn du willst, dass du nicht zu den Munafiqin gehörst, beweise dir selber als erstes das Gegenteil. Schaut auch weitere Vorzüge von der Sadaqa. Der Prophet sallam sagte bei einer wichtigen Schlacht, einer wichtigen Armee, die kämpfen muss, zur Zeit von Muhammad sallam, wer unterstützt diese Armee, die für Allah kämpfen muss? Aber es war eine schwere Zeit. Ein paar Muslime haben ein paar Datteln gebracht, ein bisschen Mehl gebracht. Das reicht nicht für eine ganze Armee. Wo ist die Ausrüstung der Kämpfer, die Schwerter, die Pferde, Proviant, Ausrüstung, wo ist das alles? Und das war der Tag von wem? Von Uthman, wie ihr wisst. Uthman ibn Affan radiallahu anhu, der zwei Töchter vom Prophet Muhammad sallam geheiratet hat. Wusst ihr das? Uthman radiallahu anhu hat eine Tochter vom Prophet sallam geheiratet. Als sie gestorben ist, hat der Prophet sallam ihm die zweite gegeben und er hat die zweite Tochter vom Prophet sallam geheiratet. Und als sie auch gestorben ist, hat der Prophet sallam zu ihm gesagt, wenn ich eine dritte hätte, ich würde sie dir geben. Uthman, wisst ihr nicht, wer Uthman ist? Allahu Akbar, Dhu'l-Nurayn. Kulthum und Ruqayya radiallahu anhunna hat er geheiratet. Und er war ein Geschäftsmann, er hatte Geld. Geld, was Allah ihm geliehen hat, damit Allah sieht, was er damit macht. Dann war der Tag von Uthman. Uthman steht auf und sagt, oh Gesandter Allahs, 103 Tiere samt Ausrüstung. Und danach sagt der Prophet, wer finanziert diese Armee und der bekommt das Paradies? Keiner steht auf, keiner meldet sich. Uthman steht auf, oh Gesandter Allahs, 203 Tiere samt Proviant, alles, Ausrüstung, Schwert, Essen, alles, was dazu gehört. Der Prophet sagt, wer unterstützt die Armee und er bekommt das Paradies? Und Uthman steht nochmal auf, 300, ja Rasulullah, 400, ja Rasulullah, 1000, ja Rasulullah. Der hat die komplette Armee finanziert. Alle Reittiere, Ausrüstung, Schwerter, Essen, Trinken. Der Prophet sagt, nichts nach diesem Tag wird Uthman noch schaden können. Khalas, Uthman ist durch. Der hat Jinnah, das Ticket von Jinnah, die Fahrkarte ist schon in seiner Tasche. Warum? Er hat in dieser Situation eine gute Tat gemacht, die so groß ist bei Allah, diese Sünden, die er vielleicht machen könnte, die reichen nicht. Wahrheit weit weg. Der hat die Armee von Muhammad sallam finanziert, komplett. Khalas, der ist im Paradies. Durch was? Durch Spende. Und er hat das auch gemacht mit einem Brunnen und Abdurrahman ibn Auf, eine ganze Karawane. Abdurrahman ibn Auf, ein Geschäftsmann. Geschäftsmann an einer ersten Stelle, Geschäftsmann von Akhira. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu. Er bringt eine Karawane zu einer Zeit, als es sehr schlecht aussah in Mekka. Keine Ware da, keine dürre Zeit, schwere Zeit. Er bringt eine ganze Karawane. Ja, nicht sozusagen wie, wenn er heute kommt zu uns am Hafen ein Frachtschiff. Ein Frachtschiff mit 100 oder 500 Container. So war das damals in der Zeit von Mekka. Der bringt eine ganze Karawane mit Kleidung und Nahrung und alles Mögliche. Bevor die Karawane schon ankommt in Mekka, die wussten, Karawane von Abdurrahman ist unterwegs, kommen wir gehen zu denen. Wir müssen Geschäfte machen. Die Geschäftsleute, die sind zu ihm gegangen. Abdurrahman, wir kaufen dir deine Karawane ab, komplett. Er so, echt, wie viel? Die so, ja, nee. Normalerweise ist der Preis 1, wir geben dir 2 zu 1. Das heißt, doppelte als der Wert ist. Weil ja, nee, keine andere hat Ware, sie können Preise machen, wie sie wollen. Monopol. Er sagte, nein, ich habe jemanden, der geht mir besser. Wir geben dir 3 zu 1. Nein. Ich habe jemanden, der gibt mir besser. Die haben gesagt, wer gibt dir besser? Wer soll dir besser geben? Es gibt keinen, wir sind die Tujar. Wir sind die Händler, wir sind die Geschäftsleute. Wer soll dir noch mehr geben? Der sagte, Allah.
Da hat er gesagt, Allah Azzawajal, das Zehnfache. Zehn. Das Zehnfache, 700-fache oder so viel Allah Azzawajal will. Und hat die gesamte Ladung, die gesamte Karawane komplett fi sabilillah jemanden Muslimin. Tijara mit Allah. Jannah haben die gekauft. Fi sabilillah. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es für uns auch eine sehr, sehr große Angelegenheit. Wallahi, wir leben hier und wir lassen es uns gut gehen. Und wir vergessen, dass Allah uns fragen wird nach jedem Cent. Und nach dem, was wir alles besitzen, seitdem wir geboren wurden bis zu unserem Tod. Der Prophet sagte in einem Hadith, derjenige, der die Familie eines Mujahid unterstützt, ein Muslim macht Jihad fi sabilillah. Muhammad sagte, Jihad ist was? Der Gipfel von Islam. Yani number one in Islam ist Jihad fi sabilillah. Der Prophet sagte, derjenige, der die Familie, Frauen, Kinder eines Mujahid finanziell unterstützt, er ist ein Mujahid. Verstanden? Du unterstützt die Familie, die Frauen, die Kinder eines Mujahid, bei Allah bist du selber ein Mujahid. Und der Prophet sagt in einem anderen Hadith, das sahih ist, derjenige, der einen Mujahid finanziert, ist selber ein Mujahid. Ich sag euch, Al-Jannah, aber wo sind die Leute? Wo sind die Herzen? Wie Ali radiallahu anhu, der seinen Bart so festgehalten hat und zu sich selbst gesprochen hat, und er sagte, oder zu Dunya gesprochen hat, er sagte, oh Dunya, oh Dunya, geh weg von mir, ich habe dich scheiden lassen. Ich habe mich von dir scheiden lassen, dreimal. Ein dreimal, das heißt, es gibt keine Rückkehr mehr. Geh weg von mir, Rurri Rairi, leg andere Leute rein, geh weg zu anderen. Bei mir hast du keine Chance. Der redet gerade mit wem? Mit Dunya. Der führt Gespräche mit Dunya. Der sagt, oh Dunya, ich habe mich von dir scheiden lassen. Ich habe mit dir nichts mehr zu tun. Dreimal schon geschieden. Das heißt, es gibt keine Rückkehr mehr. Geh weg und leg andere Leute rein. Wer? Ali radiallahu anhu. Der Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Mujahid, der Alim, der Gelehrte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einem anderen Hadith, oder Allah azza wa jalla sagte im Koran, in einem Vers, inna Allah yajzil mutasaddiqin, in Surat Yusuf, sagt Allah azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla belohnt diejenigen, die spenden. Und auch in Surat Al-Ahzab, und es gibt ja nicht so viele Verse im Koran, so viele Verse und so viele Hadith, ich kann ihn nicht erwähnen in einem Vortrag. So viele Hadith, die uns zeigen, dass Allah die Spende liebt, die für ihn ist. Und Allah Azza wa Jalla liebt die Leute, die spenden. Und Allah liebt die Großzügigen. Und Allah verabscheut die Geizigen. Und der Prophet sagte, es wurden Völker vor euch vernichtet wegen Geiz und Gier. Geiz und Gier ist ein Grund, dass Allah Menschen vernichtet. Oder vernichtet hat. Subhanallah. Hadith von Muhammad s.a.w. Und Allah, ich könnte ja, wie gesagt, darüber sehr, sehr viel reden und sehr viele Hadithe euch nennen und sehr viele Verse nennen, aber wir wollen es kurz halten. Ja, von den Hadithen, die wir erwähnt haben, ist es eigentlich ausreichend? Wallahi, ist es ausreichend? Gleich kommt direkt danach, die kannst du eine Frage stellen, Bruder, ja? Barakallahu fik. Schaut auf diese ganzen Vorzüge. Es hält von dir Masaib, Probleme, Katastrophen, Krankheiten, hält es von dir ab. Du kannst dich verarzten mit Sadaqa, deine Familie verarzten mit Sadaqa. Du kannst die Barmherzigkeit Allahs erlangen mit Sadaqa. Du löschst den Zorn von Allah dir gegenüber mit Sadaqa. Du bist bei Allah durch Sadaqa ein Mujahid fi sabilillah. Wallahi, wir können noch 1000 Hadithe erwähnen über Sadaqa. Und 1000 Geschichten erwähnen über die Sadaqa. Die 7 Leute, die unter dem Thron sein werden, im Schatten von Allahs Thron sein werden, Yawm al-Qiyamah. Wer ist einer von ihnen? Einer, der eine Sadaqa gegeben hat. Mit seiner rechten Hand, mit Ikhlas. Sodass sie nicht mal die Linke wusste, wie viel er gegeben hat. Yani, damit ist gemeint, dass er richtig Ikhlas, nur für Allah. Oh Allah, nur für dich alleine. Mich interessiert das nicht, ob die mich loben oder tadeln oder ist mir egal, was die Leute über mich denken oder sagen.
Nur für dich, ja Allah, diese Sadaqa. Egal, ob es ein Cent ist oder eine Milliarde. Diese Leute werden wo sein, Yawm al-Qiyam? Alle Leute werden unter der Sonne sein. Und der Prophet sagt, ja, nee, die Leute werden durch Angst schwitzen. Und je nachdem, wie viel ihre Angst und ihre Sünden waren, werden sie in ihrem Schweiß ertrinken. Manche bis zu ihrem Knöcheln. Und manchen wird der Schweiß kommen bis zu ihrem Knie. Und manche bis zur Hüfte. Und manche bis zur Brust. Und manche werden in ihrem eigenen Schweiß ertrinken, aber trotzdem nicht sterben. Durch was? Durch die Angst. Vor Jahannam, du siehst Jahannam, du siehst Malaika, du siehst die Wahrheit. Und an diesem Tag werden eine Art von Menschen werden bewahrt. Die werden klimatisiert, wo unter dem Thron von Allah stehen. Wer ist das? Durch die Spende, subhanAllah. Deswegen, ich kann euch nicht viel erzählen. Aber ich denke, das reicht als Motivation, dass wir inshallah spenden und mehr spenden. Und ich sage zu euch, meine lieben Geschwister, und ich möchte, dass auch jeder von euch ehrlich ist. Jeder von uns. Und seid ehrlich, barakallahu fikum, und ihr seid ehrliche Menschen. Möge Allah uns als Ehrliche sterben lassen, als ehrliche Muslime. Und ich frage euch im Namen von Allah, wenn einer von euch dein Sohn oder deine Tochter. Und wenn du keine Tochter oder Sohn hast, deine Mutter oder dein Vater. Jetzt gerade möge Allah alle Muslime bewahren vor jeder Krankheit und vor jedem Übel. Krebs hätten, irgendeine Krankheit hätten, einen Unfall hätten. Und jetzt gerade im Moment, die sagen, Versicherung, du hast vergessen das, Versicherung, wir sind bankrott. Es gibt keinen Versicherungsschutz. Wir müssen jetzt operieren, jetzt sofort, sonst dein Vater oder deine Mutter, die wird jetzt behindert oder wird sterben oder dein Sohn oder deine Tochter. Ich frage euch im Namen Allahs, würde einer von uns so seine Tasche reinstecken und dann so sein Geld rausholen und wenn er zum Beispiel 100 Euro hat, wird er 20 Euro oder 10 Euro hinlegen? Wird das einer machen und den Rest wieder einstecken? Wallahi, es würde nicht einer von uns machen. Außer einer ist richtig 100% Munafiq und ein Tier vielleicht. Aber ein Mensch, der würde das nicht machen. Nicht mal ein Muslim. Aber ein Muslim, wallahi, der würde das nicht machen. Wir würden wallahi alles, was wir auf dem Konto haben, und ich bin mir sicher, dass jeder so machen würde. Für seine Mutter und für seinen Vater und für seine Kinder. Alles, was du auf deinem Konto hast, wirst du nehmen. Hier, rette mein Kind bitte. Macht Operationen sofort. Rettet, was zu retten ist. Kauft hier diese Medikamente. Wallah, jeder von uns würde das machen. Und wenn du Schulden nehmen kannst und keine andere Möglichkeit hast, wallah, du wirst das machen. Oder wenn es für dich selber wäre. Du hast einen Unfall, die sagen entweder Medikament, 5000 Euro oder wir müssen deine Beine amputieren, beide. Würdest du sagen, nee, ich brauche das andere Geld für, ich wollte Haus kaufen oder Auto kaufen? Wallah, das würde keiner machen. Das heißt, wir würden für unsere eigenen Kinder, für unsere eigenen Eltern, würden wir ausgeben viel. Und alles, was wir haben, und vielleicht sogar noch Schulden nehmen. Aber ich frage mich, wo wir Muslime sind. Wenn unsere Brüder und unsere Schwestern und unsere Kinder und unsere Eltern vergewaltigt und getötet werden. In Syrien und überall auf der Welt vor unseren Augen. Und wir können helfen und wir können alles geben und wir können viel geben, aber wir geizen. Wie sind wir Muslime? Wo ist der Islam? Wo ist der Iman? Der Prophet hat gesagt in einem authentischen Hadith. Hört euch diesen Hadith an, liebe Geschwister. Der Prophet sagt in einem authentischen Hadith, derjenige, der die Möglichkeit hat, seinen Bruder zu unterstützen, wenn seinem Bruder seine Würde entwürdigt wird, auf seine Ehre getreten wird, das heißt auch seine Frau vergewaltigt wird, oder seine Tochter vergewaltigt wird, oder ausgezogen wird, oder geschlagen wird, und er könnte ihm helfen und hilft ihm nicht, so wird Allah Azza wa Jalla dich am Tage der Auferstehung, so wird Allah dich an einem anderen Tag, sagte der Prophet sallam, wenn du die Hilfe brauchst, wird Allah dich im Stich lassen. Wenn du die Hilfe brauchst, und du wirst die Hilfe mehr und noch mehr gebrauchen. Hier in der Dunya kann es dich treffen. Vor 2 Jahren, 3 Jahren war nichts in Syrien und sie haben zugeguckt, was in Palästina passiert. Vor 3 Jahren war nichts in Libyen oder in Ägypten oder in anderen Ländern.
Sie haben zugeguckt, wie es anderen Muslimen passiert. Und jetzt sind sie selber dran. Und wir gucken heute zu, liebe Geschwister. Und morgen ist deine Großmutter in deiner Heimat dran. Oder dein Sohn hier dran oder woanders. Von heute auf morgen wechselt es zwischen Krieg und Frieden. Zwischen Frieden und Krieg. Der Krieg beginnt an einem einzigen Tag. Und dann wirst du an einem Tag irgendwo sein. Und vor deinen Augen werden deine Töchter ausgezogen. Vielleicht vergewaltigt. Und du wünschst dir, dass Allah oder irgendjemand dir hilft. Aber die Hilfe wird nicht kommen. Warum? Weil du heute helfen konntest und du hast nicht geholfen. Genauso wie es Allah sagt. Und genauso wie der Prophet das gesagt hat. So wie du machst, wird dir vergolten. Genauso wie du handelst, bekommst du es zurück. Der Prophet sagte, der Muslim, ein Muslim, achul Muslim, der Muslim ist der Bruder des anderen Muslim. Er lässt ihn nicht im Stich. Und er verrät ihn nicht. Aber wallahi, wir haben unsere Brüder im Stich gelassen. Und ich sage euch die Wahrheit. Und ich weiß, unter uns sind Munafiqin. Und ich weiß, unter uns sind Leute. Aber wallahi, yani, ich weiß sowieso, dass ich hier fehl am Platz bin. Und ich weiß, dass wir alle hier fehl am Platz sind. Weil normalerweise, ich rufe euch nicht dazu auf zu spenden. Wir, unsere Hilfe und unsere Männlichkeit wäre nur dann, wenn wir vor Ort sind, da wo es passiert. Wallahi, das ist unsere Pflicht und wir sind in Sünde. Und ich schwöre bei Allah, das ist das, was ich gelernt habe in den Büchern und bei den Gelehrten. Das, was ich gelernt habe, wir leben normal, wir gehen schlafen, aber wir sind in der Sünde, wir machen Sünde. Unser Sündenkonto dreht, der ist am Aufschreiben. Warum? Weil unsere Pflicht ist es, gerade dort zu helfen, vor Ort zu helfen. Und wallahi, das ist ja nie das, möge Allah uns vergeben, uns recht leiten. Und deswegen, liebe Geschwister, bitte ich euch, dass wir nicht, wie wir jetzt gespendet haben, einer gibt 1000 Euro, einer gibt 10 Euro, einer gibt 5 Euro. Ja, nee, natürlich, es gibt unter uns vielleicht einen Schüler, einen Jungen, der 10, 15 Jahre alt ist. Es gibt unter uns vielleicht einen Studenten oder einen Asylanten, der wallahi keine Möglichkeiten hat. Wallahi für ihn, er ist inshallah entschuldigt, wenn er schon 1 Euro oder 5 oder 10 spendet. So wie Allah, so wie er seinen, Hauptsache er kann sich noch Essen und Trinken kaufen. Aber ich weiß, dass unter uns Leute sind, die haben auf dem Konto ein paar Nullen. Eine Zahl und danach ein paar Nullen. 1000 Euro, 10.000 Euro, 100.000 Euro, 20.000 Euro gibt es unter uns hier. Und ich weiß, dass unter uns viele Leute sind. Heute ist iPhone 5 rausgekommen. Wir haben uns iPhone 5 gekauft. 500 Euro, 750 Euro. Und morgen kommt iPhone 6 oder 9 raus. Dann werden wir wieder. Aber heute ist die Hilfe gefragt. Wallahi, was ist der Unterschied? Schaut, wie schön wir hier sitzen. Wir haben Licht, wir haben Heizung, angenehm, wir haben Teppich, wir haben zu essen und zu trinken. Wallahi, yani, diese Muslime, und wir beten hier und das Gebet macht dir Spaß. Aber es sind gerade über eine Million Flüchtlinge von Syrien alleine und an manchen Gebieten, an manchen Grenzen liegt Schnee. Und sie haben keine Heizung. Und viele haben gar keinen Teppich, keinen Kacheln, gar nichts auf dem Boden. Die beten auf Schnee, du kannst diesen Boden nicht berühren durch Kälte. Du kannst nicht darauf schlafen, es tut dir weh. Und das sind unsere Schwestern. Ist diese Mutter anders als deine Mutter und meine Mutter? Würdest du es wollen, dass meine Mutter so ergeht? Ich will es nicht, dass deine Mutter so ergeht und du willst es nicht für meine Mutter. Und so müssen wir sein. Und das sind auch unsere Mütter. Das sind auch die Mütter von unseren Brüdern, genauso wie wir hier sitzen. Die machen Sujud zu Allah. Sie lieben Allah. Wir haben sie im Stich gelassen. Schämen wir uns nicht, liebe Geschwister. Schämen wir uns nicht dafür, dass wir die Hilfe unterlassen haben? Haben wir keine Angst, dass Allah uns bestraft? Deswegen, liebe Geschwister, bitte ich euch, dass wir inshallah jetzt gleich, ich mache inshallah ganz kurz Dua und danach sammeln wir wieder. Und wenn du Iman hast, wenn du auf Allah vertraust, Allah, glaubst du wirklich, dass du, wenn du für Allah spendest, dass du ärmer wirst? Obwohl der Prophet gesagt hat, dass ein Vermögen niemals durch Spende vermindert wird. Hadith vom Prophet sallam. Ein Vermögen wird durch Spende niemals vermindert. Allah gibt dir das zurück. Wallahi, Allah gibt dir das zurück und vielfach in Dunya und in Akhira. Weil Allah azza wa jalla das liebt. Und Allah azza wa jalla ist großzügig. Und Allah azza wa jalla braucht dich nicht dafür, dass sie unterstützt werden. Aber Allah will sehen, was wir damit machen. Deswegen ist es eine Prüfung für uns, liebe Geschwister. Ich werde inshallah kurz Dua machen und danach werden wir wieder Spende sammeln. Und ich bitte jeden von euch, dass er nicht etwas rausholt, außer derjenige, der wirklich, yani, vielleicht seinen Monat nicht schafft.
bis zum Ende oder wie auch immer. Aber ansonsten bitte ich, liebe Geschwister, jeden Bruder und jede Schwester, dass ihr rausholt, was ihr in euren Taschen habt. Und naja, die 1000 Euro zu spenden, ist normalerweise eine Pflicht für jeden, der arbeiten geht. Was sind 1000 Euro? Was sind 500 Euro? Deswegen, ich möchte nicht, dass wir 1000 Euro sammeln oder 2000. Ich möchte, dass wir 10 und 20.000 Euro sammeln. Und es ist für wen? Es ist für deine Haut. Es ist für deine Kinder. Der Schutz für deine Frau und deine Kinder. Es ist der Schutz vor dem Zorn von Allah Azza wa Jal. Es ist ein Schutz für dich vor Jahannam, wie der Prophet ihm gesagt hat. Es ist für dich eine Tor von Jinnah. Ist die Sadaqa. Deswegen, inshallah, werden wir gleich sammeln und ich bitte jeden Bruder und ich bitte jede Schwester, dass ihr mehr spendet. Und jeder, der etwas bei sich hat, hol alles raus. Hol alles raus und vertraue auf Allah. Allah wird dir zurückgeben. Mullah, einmal kam ein Bruder zu mir, er sagte mir, Bruder, ich habe ein paar tausend Euro Schulden. Er hatte 450 Euro. Er sagt, Bruder, ich habe 3 oder 4.000 Euro Schulden. Ich habe jetzt hier, alles was ich habe, sind 450 Euro. Ich möchte, dass ich Allah spende, damit Allah mir Geld zurückgibt, damit ich meine Schulden begleichen kann. Vertrauen auf Allah, Vertrauen auf Allah. Wallahi, dieser Bruder, wenn er auf Allah vertraut hat, wallahi, er bekommt das zurück. Genauso wie er in Allah vertraut hat und genauso wie er gut in Allah gedacht hat. Und wallahi, jeder von uns hat es schon mal gemerkt. Ich war einmal unterwegs, vor Jahren, vielleicht 2003 war das. Oder 2004, vorher sogar, 2001, 2002. Wallahi, ich hatte dann irgendwo etwas gelesen über Waisenkinder. Und dann, ich wollte dann etwas dafür spenden. Ich bin zur Sparkasse gegangen, zu Fuß, so 300, 400 Meter. Und ich habe eine Summe gespendet. Für Waisenkinder. Wallahi, ich bin von der Stelle rausgegangen, von der Sparkasse. Bin wieder Richtung nach Hause gegangen. Und ich bin nicht mal vielleicht 100 Meter gelaufen. Ich bekomme einen Anruf. Irgendein Mann hat mich getroffen, vor anderthalb Jahren. Der sagt mir, hier, du wolltest von mir damals einen LKW kaufen. Oder wir haben uns irgendwann mal kennengelernt und du kaufst doch LKWs und Fahrzeuge. Ich habe einen LKW für dich. Wo? Da, wo ich gerade war, von mir ein paar hundert Meter entfernt. Ein paar hundert Meter von mir entfernt. Und ich bin da hingegangen, ich habe das 3- oder 4-fache verdient als das, was ich gespendet habe an diesem LKW. Wallahi, Allah gibt dir zurück. Spende und vertraue auf Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal ist Razzaq. Allah, glaubst du wirklich, dass du spendest? Oder dass du viel gibst? Und Allah lässt dich im Stich, Allah lässt dich hungern oder deine Kinder? Hasha lillah. Möge Allah uns bewahren, dass wir schlecht über Allah denken. Und liebe Geschwister, es gibt manche unter uns, die vielleicht nicht spenden können. Aber sie können auch spenden ohne Geld. Spenden ohne Geld. Viel spenden ohne Geld. Wie? Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sagte, Hadith sahih, ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Derjenige, der zu einer guten Tat aufruft, bekommt die gleiche Tat, die gleiche Belohnung wie derjenige, der die gute Tat ausgeführt hat. Das heißt, du bist vielleicht Student oder Asylant, du bist recht bankrott, hast selber noch Schulden. Nimm diese Flyer, geh und häng sie auf. Geh zu deiner Familie, zu einem Bruder, einer, der ein Geschäft hat. Geh zu ihm, sagst, kann ich das bitte aufhängen? Kannst du vielleicht, guck mal, hier ist Kontonummer, vielleicht spendest du Baraklaufig. Dieser Mann, der spendet 1 Euro, Allah schreibt dir auf, dass du 1 Euro gespendet hast, obwohl du nicht gespendet hast. Dieser Mann spendet 1000 Euro, Allah schreibt dir auf, du hast 1000 Euro gespendet. Du hast keinen Cent gespendet, nur deinem Bruder Bescheid gesagt. Allah schreibt dir auf, du hast 1000 Euro gespendet. Viele Leute spenden 1 Million Euro, Allah schreibt dir auf, dass du 1 Million Euro gespendet hast. Warum? Du hast die Menschen dazu aufgerufen zu spenden. Du bekommst die gleiche Belohnung wie sie. Allahu Akbar. Und als letztes spreche ich zu meinen Schwestern. Weil viele Schwestern sagen, Wallahi, wir haben kein Geld. Der Mann hat das ganze Geld. Ich habe nichts damit zu tun. Wallahi, es gibt auch Schwestern unter uns, die arbeiten oder Vermögen haben. Und viele Schwestern von uns, das Mindeste, was sie haben, viele von ihnen haben Gold. Und Gold im Islam ist gleich Geld. Gold und Geld ist eine Jacke wie Hose, wie die hier sagen. Ist die gleiche Sache. Du gehst zu einem Goldgeschäft, der gibt dir dafür Bargeld. Oder, ja, es ist genau gleich. Sofort. Deswegen, liebe Geschwister und besonders liebe Schwestern, ich sage euch, der Prophet Muhammad hat gesagt, als er bei Isra und Mi'raj war, hat er Jahannam gesehen, richtig gesehen, was da abgeht und wer da reinkommt. Und Jinnah genauso. Und hat darüber berichtet. Der Prophet hat gesagt, O ya ma'ashara al-Nisa, tasaddaqna, fa'inni ra'aytukunna akthar ahli al-Nar, au kama qala Isra al-Salam. Oh, Frauen, spendet. Spendet. Denn ich habe gesehen, dass die meisten Bewohner von Jahannam Frauen sind.
ist keine Diskriminierung von Frauen, das ist eine Tatsache. So wie jetzt gerade in einem Fußballstadion sind mal mehr Männer als Frauen, ist halt so. Ja? Für uns ist man sowieso klar, aber ich will das ja nur noch für die Leute, die Krankheit haben in ihren Iman und ihren Islam. Hani, ist eine Tatsache. Am Ende, Jahannam wird gefüllter sein durch Frauen. Was ist die Rettung vor Jahannam für die Frauen? Der Prophet hat ihnen nicht gesagt, geht Hajj machen oder tasaddaqna. Gibt Sadaqa. Deswegen sage ich zu unseren Schwestern, oh liebe Schwestern, spendet. Und wenn ihr gerufen werdet zu spenden, wallahi, keiner soll traurig sein oder bedrückt sein. Oh, jedes Mal ruft ihr für Spenden, jedes Mal sollen wir spenden, Koran spenden und Hilfe hier. Wallahi, das ist kein Zeichen, dass dein Iman, dein Herz sauber ist. Dass dein Herz gesund ist. Wenn du so denkst, dann ist das ein Herz, das entweder krank oder tot ist. Zeichen von kranken Herzen. Oder Iman sehr schwach ist. Ein Muslim, der freut sich, wenn ihm ein Tor geöffnet wird von Jannah. Ein Tor von Jannah ist das Tor von Sadaqa. Wenn er gehört wird, fi sabilillah spenden, sein Herz geht auf, geht nicht zu, geht auf. Der wird glücklich. Warum? Allah hat ihm ein Tor geöffnet, für Jannah näher zu kommen. Ja, deswegen, liebe Schwestern, spendet barakallahu fikunna. Möge Allah euch belohnen, möge Allah es euch zurückgeben. Und inshallah, wenn ihr spendet, inshallah wird euch euer Mann, inshallah, irgendwann wieder neue Ketten und Halsbänder kaufen, inshallah, und Ohrringe und was ihr euch wünscht. Und bei Jinnah kriegt ihr inshallah noch viel mehr, diese Gold sowieso. Ja, deswegen barakallahu fikum, inshallah werden wir nochmal Spende sammeln. Ich mache inshallah nur kurz Dua, damit wir inshallah auch bei diesen Sitzungen ein bisschen Dua gemacht haben für uns und für unsere Geschwister im Islam. Und danach inshallah werden wir Spende nochmal sammeln. Und inshallah, yani, möge Allah uns alle stark machen, dass wir, wallah, yani, Shaitan, guck mal, was Shaitan sagt, was Shaitan macht. Allah sagt das im Koran, Surat al-Baqarah. Inna shaitana ya'idukum al-faqr. Der Shaitan, er gibt euch die Botschaft, oder er macht euch Angst vor was? Armut. Yani, du sollst nicht spenden. Warum? Dann hast du weniger. Du machst Minus. Wenn du spendest, machst du Minus. Bei Shaitan. Allah sagt, inna shaitana ya'idukum al-faqr. Der Shaitan, der gibt euch er sagt euch, ihr werdet arm. Vorsicht, nicht spenden. Gib nicht. Du hast wenig, du schaffst den Monat nicht. Und so weiter. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Und Allah Azza wa Jal, was gibt euch für eine Botschaft? Was sagt euch Allah? Allah sagt, aber Allah, er gibt euch frohe Botschaft der Vergebung von Allah und Fadl. Allah wird euch mehr, euer Rizq vermehren. Weil alles ist von Allah. Deswegen, inshallah, werden wir nicht auf Shaitan hören. Der Shaitan, wenn du jetzt hast du gerade die Absicht, vielleicht hast du Hadith gehört. Tag, 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 boah, Hadith so, Jinnah und so, Jahannam. Boah, ich habe jetzt 100 Euro, ich werde die 100 Euro geben. Oder ich werde jetzt, inshallah, wenn ich nach Hause gehe, ich mache so Überweisung, Online-Banking oder so, ich spende inshallah 1000 Euro. Dann, jetzt gleich, wenn wir Dua machen, fertig sind, dann sagt er dir, ach komm, 50 Euro ist auch viel. Du gerade wolltest 100, sagt er, 50 Euro ist auch gut, ey. Die anderen spenden bestimmt nur weniger. Du wolltest 1000 Euro überweisen, wenn du zu Hause ankommst, sagt er dir, boah, 1000 Euro. Und Leini, 200 Euro ist auch viel eigentlich, ist auch genug. Und dann bist du schon am Schreiben, deinen Namen, Bankkonto und so, auf einmal, wenn du bei der Zahl ankommst, 200 Euro, 100 Euro ist auch super, weil Allah gibt viel. Ja? Shaitan, das ist von Shaitan. Wenn du die Absicht machst, ich gebe für Allah das und das, weil in dem Moment ist es mit Liebe zu Allah. Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit, dann belass es dabei. Sag, ich werde das geben, ich gebe das inshallah. Weil alles andere ist nur von Shaitan. So inshallah, barakallahu fikum, geiz nicht, denn yani, wer geizt, er geizt yani nur, der wird Allah Azza wa Jalla nicht schaden und den Muslimen dadurch nicht direkt schaden. Er schadet am meisten sich selbst. Und wenn er gibt, er wird sich selbst am meisten nützen für den Tag, an dem er alleine vor Allah Azza wa Jalla stehen wird. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum, möge Allah uns recht leiten, dass wir inshallah yani großzügig unsere Geschwister unterstützen. Und das ist das Mindeste. Yani, ihr wisst, das ist nicht unsere Pflicht. Aber wenigstens. Yani, wenigstens. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal shukru kulluh wa ilayka yarja'u al-amru kulluh. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya rabb al-arsh al-majid. Ya fa'alun lima turid. Ya Allah,
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ويسر اللهم الهدى لنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا ربنا يا الله. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وارزقنا الخشوع. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وثبت أقدامنا وسدد ألسنتنا وغد أبصارنا وغد أبصارنا وطهر قلوبنا. اللهم اللهم وارحمنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا. اللهم اغفر لنا زلاتنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل آخر كلامنا من دار الدنيا لا إله إلا الله. اللهم توفنا عليها. توفنا على لا إله إلا الله. اللهم يا ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين. ثبت أقدامنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اللهم اجعل آخر كلامنا من دار الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر أعمالنا خواتمها واجعل خير يومنا يوم نلقاك. واجعل خير يومنا يوم لقاك يوم نلقاك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا وفقنا لخدمة دينك. وفقنا لخدمة دينك واستعملنا لنصرة دينك وارزقنا شهادة في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك حبك ورضاك والجنة. نسألك حبك ورضاك والجنة. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك. نعوذ بك من غضبك. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نجنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم لا تشفي وجوهنا بالنار. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا الله لا تعذبنا فإنك علينا قادر. وارحمنا يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كل إخواني المستضعفين في كل مكان يا ربي يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. كل إخواني المستضعفين في سوريا. كل إخواني المستضعفين في بورما. كل إخواني المستضعفين في اليمن وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان. اللهم كن لهم في الصومال وفي السودان وفي مالي. اللهم كن لهم في الفلبين وفي فلسطين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم كن لأهل السنة في كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين الموحدين المستضعفين في كل مكان. انصر إخواني المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا من عندك يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اطعمهم واسقيهم واكسهم. اللهم كن لهم وكن معهم. اللهم سدد رميهم وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا واربط على قلوبهم والفين قلوبهم.
اللهم ثبت أقدامهم ثبتهم على الدين وعلى الحق يا رب العالمين. اللهم تقبلهم عندك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم ارحم ضعف النساء والأطفال والشيوخ. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم كن لهم. اللهم كن لهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. فك أخوان المسجونين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم. اللهم وردهم إلى أهلهم سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار. اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم عليك بالكافرين والمشركين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا واليهود. اللهم عليك بأمريكا واليهود. اللهم عليك بأوروبا والطواغيت والكافرين والمشركين. اللهم عليك بالمشركين في كل مكان. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين. اللهم دمرهم أجمعين. اللهم دمرهم تدمير ومزقهم تمزيقا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم دمرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين. إنهم لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. اللهم فارينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكهم. اللهم دمرهم. اللهم دمرهم. اللهم يا ربنا اسقط طائراتهم ودمر دباباتهم. اللهم أغرق سفنهم. اللهم أحرق جندهم. اللهم جمد الدماء في عروق جنودهم وكبرائهم يا رب العالمين. فإنهم لا يعجزونك. والله فقيب أنس. والله فقيب أنس أنس غزنن لن اسكب نيمان دادي في زن فقيب أوصدنا دانا فقيبنا أوصدنا مايستيت. والله فقيب أنس على أنس غزنن دي كلاينن ودي غوسن die wir kennen und die wir nicht kennen. O Allah, vergib uns unsere Sünden, denn du bist der Allvergebende. O Allah, erbarme dich unser, denn wir haben keinen anderen gefunden, der uns erbarmt, dessen Barmherzigkeit uns nützen wird, außer deiner, ja Allah. So erbarme dich unser, ja Allah. O Allah, werfe uns nicht in Jahannam. O Allah, bewahre uns vor Jahannam. O Allah, bewahre uns vor deiner Strafe. O Allah, recht leite unsere Herzen. Leite unsere Herzen recht, ja Allah. O Allah, fülle unsere Herzen mit deiner Liebe und deinem Vertrauen, mit dem Vertrauen in dir. O Allah, fülle unsere Herzen mit Gottesfurcht. O Allah, fülle unsere Herzen mit deiner Ehrfurcht. Fülle unsere Herzen mit Tawhid. Fülle unsere Herzen mit La ilaha illallah. Mach unsere Herzen leer mit alle, mit der ganzen Dunya außer mit, und lasse in ihr nur La ilaha illallah. Lasse in unserem Herzen nur La ilaha illallah, O Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين. و الله فقيب uns. و الله بيعبد uns unsere Sünden vergeben. و الله, du hast gesehen, wie diese Diener gekommen sind in dein Haus. Wir suchen nach deiner Barmherzigkeit. Wir bitten dich um deine Vergebung. و الله, wir stehen vor deinen Toren. و الله, wir stehen vor deiner Tür. و الله, wir haben bei dir geklopft. Wir suchen deine Barmherzigkeit und fürchten uns vor deiner Strafe. O Allah, wirst du uns bestrafen, obwohl wir dich lieben? O Allah, wirst du uns etwa bestrafen, obwohl wir sagen, La ilaha illallah? O Allah, erbarme dich unser. O Allah, wir haben niemanden gefunden, der uns unsere Sünde vergibt. So vergebe uns, O Allah. O Allah, vergebe uns die Hilfe, die wir unterlassen haben unseren Geschwistern gegenüber. O Allah, stehe unseren Geschwistern bei. O Allah, führe sie zum Sieg. Allah, gebe ihnen Nahrung, gebe ihnen Schutz. O Allah, gib ihnen Schutz. O Allah, gib ihnen Nahrung, gib ihnen Wärme. O Allah, schenke ihnen den Sieg. O Allah, bewahre sie, bewahre ihre Ehre. O Allah, bewahre ihre Würde. O Allah, bewahre sie. Alle Menschen haben sie im Stich gelassen. Alle haben sie im Stich gelassen. Ja Allah, wir haben sie im Stich gelassen. O Allah, du lässt sie nicht im Stich. Ja Allah, du wirst sie nicht im Stich lassen. O Allah, bewahre unsere Geschwister. Unterstütze unsere Geschwister überall auf der Welt. O Allah, zerstöre die Tyrannen. O Allah, zerstöre die Heuchler. O Allah, zerstöre die Götzendiener. O Allah, zerstöre die Tyrannen und die Ungerechten auf dieser Erde. O Allah,
zerstöre ihre Flugzeuge, zerstöre ihre Schiffe, zerstöre und verbrenne ihre Soldaten, verbrenne ihre Mächte. Oh Allah, lasse sie zugrunde gehen. Oh Allah, lasse sie zugrunde gehen. Oh Allah, unterstütze den Islam und die Muslime. Oh Allah, wecke deine Umma auf. Oh Allah, wecke diese Umma auf von ihrem Tiefschlaf. Oh Allah, wecke uns auf. Oh Allah, leite unsere Herzen recht. Oh Allah, fülle diese Herzen mit Iman. Fülle diese Herzen mit Taqwa. Oh Allah, schenke uns die Shahada fi sabilik. Oh Allah, lass uns als Märtyrer sterben und unsere Familien als Märtyrer sterben. Lass uns, oh Allah, für die Dawa gerade stehen. Und lass uns, schenke uns Geduld für die Probleme, die uns auf uns warten. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونبتدي die Geschwister يعني steht auf بارك الله فيكم und gibt صدقة في الله gibt das was ihr habt für الله عز وجل kauft euch das Paradies mit dem was ihr in euren Taschen habt auch Schwestern gibt das was ihr habt wenn du eine Goldkette hast والله die wird dir nicht nützen Schwester die wird dich bald verlassen mit deinem Tod aber du wirst sie bei Allah wiederfinden mit einer Barmherzigkeit von Allah und Zufriedenheit von Allah. Sammelt, inshallah, barakallahu, geht rum und sammelt, barakallahu fikum, und jeder gibt, inshallah, für Sabilillah. Inshallah, wir wollen mehr. Wallahi, das ist nichts, was wir geben. Wallahi, das ist gar nichts. Gibt das, inshallah, und Allah wird es euch zurückzahlen in Dunya und Akhira.